Wir sind jetzt da mit der Laura Bilgeri. Laura, du bist gerade auf Weihnachtsbesuch einerseits, hast deine Familie besucht, bist jetzt noch da im Jänner. Und andererseits hast du dir gedacht, du bringst wieder mal ein neues Single raus, und zwar Shadows. Wie ist es denn? Wie geht es dir aktuell? Erstens einmal Happy New Year. Mir geht's gut. Wie gesagt, ich bin seit eigentlich schon 2 Jahren ziemlich auch sehr der Musik näher gekommen, weil ich immer schon sehr affin war, was Musik anbelangt. Und Film und Musik zu kombinieren ist einfach das Beste, was ich mir vorstellen kann. Und ich habe letztes Jahr im Sommer schon die erste Single namens Arcade veröffentlicht und bin mit der auch ziemlich durch ganz Österreich getourt. Und hier, also 2024, kommt das erste Album raus, das ist diesmal Pop. Und heute am 5. Jänner kommt jetzt die zweite Single-Auskopplung aus diesem Album namens Shadows. Und das wird da heute Abend im Lexis in Bregenz gibt es eine große Release-Party mit Freunden und Familie. Und da freue ich mich schon. Und da darf ich auch zum ersten Mal den Song live vor Lüt performen. Und dann gibt es die Musikvideopremiere und ich freue mich jetzt total. Ist natürlich immer ein großer Schritt, wenn man was Neues rausbringt. Wie war denn da die Entstehungsgeschichte? Hast du da gewisse Sachen gehabt, wo du gesagt hast, das hat mich da dazu inspiriert oder so ist mir die Idee gekommen? Ja, also ich habe mit meinem Musikproduzenten, mit dem Lukas Pitschner, gemeinsam letztes Jahr unser eigenes Label gegründet. Und das finde ich einfach Hammer, weil dann bist du eigentlich wirklich dein eigener Chef und du hast die Kontrolle über dem, was du machst. Und das ist bei Musik, finde ich, extrem wichtig, weil es ist ein unglaublich kreativer Prozess. Und wir sind eigentlich echt zu zweit. Er macht die Musik, ich schreibe die Texte. Und meistens machen wir so, er schickt mir ein Demo vor dem Arrangement, vor der Musik, die er im Kopf hat. Und zu der Melodie fällt mir dann ein Text ein. Und eigentlich finde ich das immer das Inspirierendste. Also ich brauche unbedingt vorher die Musik und dann fällt mir ein Text ein. Und dieses Mal ist es recht autobiografisch. Es geht um einen Neuanfang, Veränderung, Liebesbeziehung, die vorbei ist und dieses Gefühl, das man hat, quasi wieder zum Leben zurück zum Chor nach diesem Breakup. Ja. Also aus den Schatten, Shadows sozusagen. Das wollte ich gerade fragen, wieso Shadows? Du hast dich ja schon ein bisschen weiterentwickelt, die kennt man schon als Hollywood-Expert, als Sängerin. Wie geht es denn für dich jetzt einmal weiter musikalisch? Hast du ja gesehen, kommt bald das ganze Album dazu. Sind da ähnliche Titel dabei wie Shadows? Darf man sich da überraschen lassen? Das Lustige ist, mein Song, der letztes Jahr rausgekommen ist, Arcade, ist das komplette Gegenteil von Shadows. Das war ein Sommersong, das war ein Gute-Laune-Song, aber eigentlich 90% vom Album sind eher etwas düster. Und es ist ein bunter Mix, wir haben noch 2 Balladen, es ist eine R&B, Blues-Soul-mäßige Nummer dabei, die mir extrem gut gefällt. Shadows ist jetzt eigentlich so ein richtiger Disco-Hammer, finde ich, wo man einfach tanzen kann. Und ja, das Jahr ist jetzt wieder einiges geplant, natürlich musikalisch und auch auf der Jazz-Seite immer noch, weil ich bin ja eine alte Seele, was Musik anbelangt, die liebt Jazz und darf jetzt so am 3. Februar im Porgy und Bess in Wien mit Big Band auftreten. Auf das freue ich mich echt brutal, weil mein Herz schlägt auch sehr für Jazz. Und dann geht es natürlich in Los Angeles endlich wieder nach dem langen Streik mit Filmproduktionen und Castings los. Also alles noch offen und ich bin für alles bereit. Kommen wir wieder zurück zu Shadows. Da gibt es ein Musikvideo dazu. Da gibt es die Premiere heute am Abend. Andererseits ist es seit heute auch auf YouTube zu sehen. Was steckt denn da dahinter? Wieso schaut das so aus, wie es ausschaut? Das ist eine gute Frage. Es war mir nämlich ein Anliegen, dass ich das auch alles irgendwie selber produziere und auch Regie führe. Und ich habe einen ganz lieben Freund aus München, mit dem ich letztes Jahr ein Commercial gedreht habe, das ist ein super Kameramann. Ich habe ihn auch gefragt, ob er Lust hätte, die Kamera für mein Musikvideo zu machen. Und zum Glück hat er gleich ja gesagt. Und dann haben wir eine ziemliche creepy Location gefunden. Es ist eigentlich wirklich nur ein ganz schmaler, dünner Gang, der, glaube ich, schon seit 100 Jahren um betreten worden ist. Und wir haben es echt ziemlich simpel alles gemacht. Man braucht heutzutage echt nur wahnsinnig viel. Wir haben das mit einer. Es war sogar eine ältere Kamera, das wollte ich auch, dass es immer noch diesen Vintage-Touch behält. Ich habe 4 Taschenlampen gekauft, habe einen blauen Filter drüber da und habe die über mich gehängt und dann kann man dieses Stroboskoplicht, was ziemlich durchgehend im ganzen Video zu sehen ist, also wie in einem Club eigentlich, habe ich das über mich gehängt und habe das angeschaltet und dann kriege ich diesen Blitzlichteffekt. Und wir haben, glaube ich, 4 Stunden einfach durchgedreht, wortwörtlich. Und ich bin einfach in dem Gang abgegangen und habe das 20 Mal gemacht. Und irgendwie ist dann das jetzt entstanden. Und es ist ein komplettes Kontrastprogramm zu Arcade, also kann ich nur nochmal sagen. aber ja, es macht extrem Spaß.
verschiedene Seiten von sich zu zeigen. Das hast du ja schon mehrmals bewiesen, was du alles kannst, richtiges Multitalent bist. Du hast gesagt, du bist jetzt mal im Jänner noch da. Was gibt es denn da noch zum Erledigen im Ländle? Freut man sich ja wieder mal da zum See? Ja, auf jeden Fall. Also ich eigentlich immer mehr merke, wenn man viel im Ausland schafft und lebt, ist das Insel der Seligen, wenn man heimkommt. Uns geht es da extrem gut, trotz allen Krisen. Und ich schätze das mit jedem Jahr immer noch mehr. Also ich bin extrem gern da. Das ist schon meine Heimat, das wird sie ewig sein. Und ich bin ja jetzt im Januar und Februar auf jeden Fall noch in Österreich und darf auch nach Berlin den Song vorstellen bei verschiedenen Radiostationen und beim ZDF sogar, auf das freue ich mich extrem. Und auf etwas, was ich mir am allermeisten freue, darf im Mai mit James Blunt auf Tour gehen. Einmal in Gmunden, einmal in Krems, als Support Act sozusagen. Und da spielen wir dann quasi vor hoffentlich vielen Leuten alle Songs aus dem Album mit meiner eigenen Band, die ich seit 3 Tagen jetzt kenne. Und wir sind jetzt ein ziemlich cooles Team, glaube ich. Und ich bin extrem gespannt, was das Jahr alles bringt. Das ist ein Abenteuer. Wir sind, glaube ich, besonders gespannt darauf, wenn man das nächste Mal im Fernsehen sieht und auf dein komplettes Album dann endlich. Wir haben gesehen, dir auch ein gutes neues Jahr. Danke. Und viel Glück im neuen Jahr. Danke, euch auch.